Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GarnetTV. Mein Name ist wie immer Lukas Müller und heute geht es mal wieder um einen Fisch, nämlich den Diskusfisch. Ich wünsche euch viel Spaß damit und Film ab. Jeder kennt ihn, den Diskusfisch. Ist die Haltung schwierig? Welche Beckengröße wird benötigt? Das und vieles mehr sagen wir euch heute, denn in diesem Video geht es um einen der am beliebtesten gehaltenen Barsche in der Aquaristik. Schon 1840 wurde der Diskus im Amazonasgebiet entdeckt. Dort forschte Dr. Johann Jakob Heckel und entdeckte diesen Fisch. Auf Lateinisch wird der Fisch als erstes als Symphysodon Discus Henkel bezeichnet. Heute bezeichnet man ihn als Symphysodon aequifasciatus und man möge mir verzeihen, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Der Diskus hat mehrere Unterarten. Diese werden nach ihren Entdeckern benannt, so zum Beispiel S. axelrodu oder haraldi als brauner oder blauer Diskus. Heute gibt es nahezu hunderte verschiedene flächendeckende Farbvariationen und Muster sowie Schattierungen. Kommen wir zur Haltung. Heute ist die Technik so ausgereift bzw. die Filtersysteme stehen vor allem in größeren Becken so stabil und laufen so gut, dass die Diskushaltung keine größere Herausforderung darstellt. Ebenfalls sind die vielen Nachzuchten schon an Aquarien gewöhnt, jedoch stellt die Haltung von Wildfängen auch meistens kein Problem dar. Man sollte dennoch nicht als blutigster Anfänger Diskusfische halten. Dennoch funktioniert die Haltung von ihnen in fast jedem Gesellschaftsbecken und ebenfalls in Aquascapes und bepflanzten Becken. Ist die Wasserqualität hoch und funktioniert das Filtersystem ordentlich, ist die Diskushaltung einfach. In der freien Natur kommt der Diskus nur selten Pflanzen zu sehen, da er in freien, klaren Gewässern wohnt. Dennoch ist die Bepflanzung von Diskusbecken meistens kein Problem. Mehr dazu später im Video. Ein großes Streitthema ist immer wieder die Aquariengröße. Wir empfehlen ganz klar ein Mindestvolumen des Aquariums von 250 bis 300 Litern. Mehr ist immer besser. Das liegt daran, dass Diskus Schwarmfische sind und man sie nie unter einer Anzahl von 4 bis 6 Tiere halten sollte. Auch hier gilt, mehr ist besser. Wir empfehlen ein Becken mit 6 bis 8 Tieren und 300 bis 400 Liter Inhalt. Hier kann der Diskus auch mit verschiedensten anderen kleineren Fischen vergesellschaftet werden, wenn die Wasserwerte stimmen. Stichwort Wasserwerte. Diese sollten im Aquarium etwa dem Geschmack des Diskus entsprechen. Das bedeutet einen niedrigen pH-Wert unter 7, eine Carbonathärte von 1 bis 4 und eine Gesamthärte von 5 bis 15. Wichtig zu beachten, die Temperatur. Diese sollte bei Diskusbecken mindestens 28 Grad betragen. Hier in diesem Becken werden sie bei Temperaturen von 29 bis 30 Grad Celsius gehalten. Jeder Diskusfisch aus einer Heimat hat einen bestimmten Parasitenstamm. So haben zum Beispiel Diskus aus der Diskussucht A einen eigenen Parasitenstamm, andere gezüchtete Diskus von Diskussucht B sind wieder anders. Deshalb sollte man nicht verschiedene Diskus von verschiedenen Diskuszüchtern vergesellschaften. Hier können Probleme mit Parasiten auftreten. Man kann jedoch ein Diskusbecken parasitenfrei halten. Hier muss das Becken jedoch sozusagen komplett steril sein. Dies ist jedoch ein hoher Aufwand und erfordert hohe Disziplin, damit das Becken auch wirklich so sauber bleibt. So muss man auch komplett auf Pflanzen verzichten oder setzt nur parasitenfreie Einrichtungsgegenstände wie Plastikpflanzen, garantiert parasitenfreie Steine und Ton in das Aquarium ein. Das Einsetzen von Pflanzen in ein Diskus-Aquarium stellt eigentlich gar keine Probleme dar. Es gibt nur eine Hürde, die Temperatur. Fast alle Wasserpflanzen bevorzugen Temperaturen unter 28 Grad Celsius, die meisten sogar unter 26. Es gibt dennoch einige Pflanzen, die auch in diesem Aquarium, das ihr hier seht, sehr schön und gut wachsen. Die große Stängelpflanze links ist Procostemon stellatus octopus. Man sollte sich vorher im Internet informieren, welche Temperatur eine Pflanzenart aushalten kann, beziehungsweise auch bei Temperaturen um 30 Grad noch gut wächst. Eine Vergesellschaftung mit anderen Fischen stellt überhaupt kein Problem dar. Hier eignen sich besonders gut ein großer Schwarm an Salmler oder andere Schwarmfische im Mittelgrund und für die Bodenregion eine große Gruppe Corydoras und ein paar andere Welse. In diesem Aquarium werden erfolgreich Rote Neon, Corydoras equis und Peitschenwelse mit den Diskusbarschen vergesellschaftet. Eine Vergesellschaftung mit Garnelen entscheidet sich meistens eher schwierig. Diskusfische sind Barsche und fressen somit die meisten Zwerggarnelen. Uns ist jedoch aufgefallen, dass die Diskusfische den Garnelen nicht direkt nachstellen.
Amano-Garnelen kann man also einsetzen, in den meisten Fällen müsste dies funktionieren. Dennoch bleiben Diskusfische Barsche und Barsche Raubfische. Wie viele von dieser Art sind die Elterntiere dabei behütende Tiere. Das bedeutet, dass Diskusfische auf ihre Jungen nach dem Schlupf aufpassen. Nachdem sich ein Paar nach Balzvorgang und harmlosen Streitereien mit anderen Männchen gefunden hat, suchen sie sich gemeinsam eine geeignete Laichstelle. Dies ist meistens ein Blatt, die Aquariumscheibe oder spezielle Laichkegel. Als erstes überprüfen die zukünftigen Eltern, ob das Laichobjekt stabil genug ist. Dann wird, meistens abends, abgeleicht. Die Jungen schlüpfen meistens nach 3 Tagen und schwimmen nach 7 Tagen neben den Eltern. Dort verbringen sie dann den Großteil der nächsten Zeit. Ab dem 4. Tag sollte man anfangen, Artemia-Nauplien zu füttern. Wichtig zu beachten ist, dass vor allem junge Diskuseltern noch sehr unerfahren sind und manchmal auch Eier verpilzen oder vernachlässigt werden. Oft empfiehlt sich, vor allem auch wegen der Jungfische, das Diskuspaar in einem separaten 50x50x50 Cube zu setzen. Diskusfische kann man wie alle anderen Fische normal im Zoofachhandel erhalten. Hier solltet ihr euch jedoch vorerst genau erkundigen und euer Aquarium für die Diskusfische vorbereiten, so wie eigentlich bei allen Aquarienbewohnern. Diskusse fressen normales Diskusgranulatfutter, nehmen jedoch besonders gerne auch Lebendfutter. Sind Diskusfische mal eingewöhnt, stellt die Ernährung kein Problem dar. Junge Diskusfische, die kleiner als 6 cm sind, sollte man mehr als 2-mal täglich füttern. Adulte Tiere können 1 bis 2-mal am Tag gefüttert werden. Besser ist immer öfter und in kleineren Mengen, sodass auch alle Fische etwas abbekommen. So sind Diskusfische unserer Meinung nach extrem interessante Fische. Es gibt hunderte verschiedene Farbformen und Varianten. Neben diesen gibt es auch noch wunderschöne Wildformen, so wie diese hier. Diese sind in der Haltung jedoch etwas komplizierter. Wir hoffen, wir konnten euch einen Eindruck in die Pflege von diesen Barschen geben. Hast du auch Diskusfische oder möchtest du welche halten? Schreib mal bitte unten in die Kommentare. Schreib auch hinein, wie du das Video fandest. Und wenn du das Video gut fandest, gib uns einen Daumen nach oben. Favorisiere es, teile es auf Facebook, Twitter, Instagram oder wo du dich sonst so umtreibst. Hier unten in der Ecke kannst du den Kanal abonnieren, dann verpasst du keine Videos mehr. Und hier findest du 2 weitere spannende Videos von uns. Schaltet auch nächste Woche wieder ein und ich verabschiede mich mit Schaust du Garnelen TV, wirst du Garnelen schlau. Bis dann!